Der neue heiße Scheiß in der Whisky-Szene, Glenallachie, Einzelfassabfüllung, jetzt bei Dream of Sea. Moin moin, herzlich willkommen bei A Dream of Sea mit Marc. Und Malte. Ja, und einer Einzelfassabfüllung von Glenallachie. Glenallachie. Glenallachie, glaube ich. Die Brennerei, die Billy Walker 2016 von Pernod Ricard gekauft hat, weil Brown Forman Glendronach gekauft hat und seitdem macht er da jetzt seinen neuen heißen Scheiß, wie du gerade gesagt hast. So, die Core Range ist draußen seit Sommer 2018, das ist dieses Jahr, 2018. Ja, ja, ja. Und er hat einen 10er in Fassstärke, einen 12er, einen 18er, einen 21er? Nee, 25 kommt 25. Dann, glaube ich. Und die habe ich, also 10er Fassstärke, 12er und 18er habe ich besprochen und fand sie alle meh. Mhm. Viele fanden sie toll, ich fand sie meh, was schade ist, weil ich Billy Walker und Glendronach und so total toll finde. Und Glenallachie unabhängig habe ich auch schon echt mega gute Whiskys getrunken. Mhm. Was mich, glaube ich, immer gestört hat, ist, dass er da Virgin Oak Finishings mit eingebaut hat. Und das hat mir nie so gefallen. Heute haben wir aber ein Einzelfass Nummer 1856. Und das ist schönerweise ein reines Portpipe. Genau, destilliert am 1.5.2007, abgefüllt im Oktober 2018. Wir haben Flasche 301 von 804, 60% Alkohol. Wir haben kein Wasser da. Stimmt. Ja. Ich werde gleich mal Wasser holen. Ja, machen wir nochmal. Hast du noch was zu erzählen? Nö, eigentlich habe ich gerade alles erzählt, was ich hätte erzählen können, während du Wasser holst. Die Farbe ist auf jeden Fall schön portig. Und Roséton, dunkler Roséton. Und die Nase ist ganz toll. Wir haben ihn vor 5 Minuten eingeschenkt. Der Alkohol ist dadurch schon einigermaßen verflogen. Und wir haben Vollmilchschokolade, Marc. Und jetzt haben wir auch Wasser. Ich liebe Vollmilchschokolade. Der Alkohol ist schon schön weg. Vollmilch. Und irgendwie Früchte. Oh ja, Früchte. Mhm. So rot, was ist das? Hier, Apfel, hier, Birne, hier steht Fresh Orange Peel. Das habe ich überhaupt nicht. Orange? Nee, Orange habe ich nicht. Na, Kakao, also ich bin so bei Kakao, Vollmilchschokolade, Vanille. Der ganze Kram. Und rote Früchte, keine Orange. Datteln. Feige. Rote Früchte habe ich. Ich finde noch irgendwas Saures. So ein bisschen. Also doch Orange? Vielleicht hört man die Klavierbegleitung jetzt, wenn Ruhe ist. Der Nachbar spielt Klavier. Oh. Wollen wir mal probieren mit 60%? Ja. Probieren wir mal. Slantje. Also, da habe ich jetzt die Orange. Und der ist lecker, aber er ist einfach zu kräftig. Oder? Ja, ich habe einen Schluck genommen. Das war nicht der Whisky. Das war Maltes zu blöd, mit seiner Spucke umzugehen. Ich habe auch noch einen sehr kleinen Schluck genommen, aber der hatte es doch in sich. Jetzt mögen einige sagen, ja, bei 60% selbst schuld, aber ich bin dafür, sowas immer pur zu probieren. Ja, ja. Also,
was hatte ich denn gerade? Er fängt süß und ölig an und dann wird er so würzig, kräftig, kräutrig und alkoholisch. Jetzt finde ich, wird er zart bitter mit tatsächlich mit Orange. Also da ist eine ganz klare Säure mit drin. Ja. Hast du, stehe ich dir absolut zu. Ja, der kann noch mehr. Noch mehr Alkohol. Nein, noch mehr Wasser. Wir haben hier rein Alkohol, den wir dazugeben. Schön noch ein bisschen aufspritten hier, den Mist. Ein bisschen würzig war da, finde ich, jetzt auch noch. Bitter. Bitter. Hinten raus. Mhm. Ich meine es aber auch in der Nase. Also das hatte ich vorher nicht. Mhm. Vielleicht kommt das jetzt auch, dass man, weil man ihn jetzt schon im Mund, im Gaumen hatte und dann nochmal... Kommt es auch von innen, ne? Schlägt es von innen auch hoch. Bin gespannt, was er jetzt mit Wasser... Er hat einen endlos langen Abgang. Ja, der bleibt so, bittere Eiche bleibt bei mir echt lange jetzt. Mhm. Ja. Kann immer noch ein bisschen Wasser, oder? Ja. So viel hast du nicht reingemacht? Nee. Okay. Aber 60% ist natürlich auch viel. Eiche, bitter. Ich meine, der ist nur 11 Jahre alt, ne? Oh, das stimmt, 2017. 2007, 2018. Dafür ist er schon echt auf der eichigen Seite. Also, ich finde, den hätte man früher aus dem Fass holen können. Oh, jetzt kommt noch irgendwie so eine Nussigkeit oder... Mhm. Hm. Ah, nicht so eine klassische, ist mehr so. Oder spielt meine Nase jetzt total verrückt, oder? Und, weiß ich nicht. Also ich habe halt nicht so Haselnuss oder Walnuss, so diese klassischen Nüsse, eher. Also schwierig, so ein bisschen merke ich, was du meinst, aber ich kann es nicht festmachen. Aber ich finde, der wird sehr orangig, säuerlich. Mhm. Und bitterholzig. Immer noch. Habe ich dich bevorzugt oder trinke ich einfach so viel heute? Ich trinke heute so viel, ne? Vielleicht auch beides. Vielleicht war ich auch einmal nett. Jetzt hat er eine schöne Trinkstärke. 54%. Oh ja. Was kann man die süße, das Orangige viel besser auch schon genießen. Der Übergang zu der Eiche ist angenehmer. Auch nicht mehr so stark. Ja, ist es jetzt der neue heiße Scheiß oder ist es das nicht? Wie findest du ihn? Ich muss sagen, wie bei der Core Range, man hat, die Erwartungen waren hoch und die haben sie irgendwie nicht erfüllt, auch wenn ich sie nicht so schlecht finde, wie du vielleicht. Naja, oder? Moment, also so schlecht, das ist auch ein bisschen, Prost, bisschen nein. Übertrieben, ja. Aber wenn man das im Verhältnis sieht, auch im preislichen Verhältnis, obwohl da jetzt ja alle neuen Flaschenabfüllungen in diesem Preissegment sich bewegen. Ich glaube, der ist so bei 80 Euro durchaus. Also ist schon ein guter Schluck aus dem Portemonnaie. Ja. Also so 100% höre ich raus. Ist es nicht. Bist du nicht, ne? Bin ich auch nicht. Ich hätte mehr von dieser...
dieser schokoladigen Süße mir auch im Geschmack gewünscht. Also ich finde, er ist hinten raus zu eichig. Ich hätte ihn wirklich nach 10 Jahren oder 9 aus dem Fass vielleicht rausgenommen. Das ist mir einfach zu doll. Mhm. Für diejenigen, die total auf Eiche stehen, ist es dann vielleicht genial. Mhm. Aber nee, ich werde nicht so ganz warm mit ihm. Ja. Und ich, also ich würde von mir sagen, ich mag Eiche schon. Ich finde es ganz, ganz nett, wenn er mal ein bisschen saurer wird oder ein bisschen mehr Eiche hat, aber wenn es einfach nachher zu dominant wird. Ja, also es ist hinten raus, der Abgang ist schon sehr eichig und dann hat er so eine Säure mit drin und ich hätte mir mehr Süße gewünscht. Auf jeden Fall. Tja. Aber die Nase ist jetzt wieder toll. Also. Super. Ja, die ist jetzt toll. Die ist richtig toll. Mhm. Mhm. Orangenschoki. Ja, ja. Ja, das ist super. Schmeckt sie denn auch so jetzt? Schmeckt sie so? Mal gucken. Gucken. Mhm. Er wird besser? Wird besser. Darf ich? Na klar. Oh, wir kennen uns sehr gut. Alles gut. Natürlich ist immer, jetzt kommt wieder die Eiche und ist immer noch, aber. Ja, du hast ihn relativ rund jetzt erwischt. Ja. Das stimmt. Aber ich finde ihn immer noch zu eichig. Ja. Aber er wird von Mal zu Mal mit immer ein bisschen mehr Wasser immer runder. Also er kann auf jeden Fall Wasser vertragen. Genau. Spielt damit ein bisschen rum, also experimentiert ein bisschen mit dem Wasser und dann vielleicht euch wieder. Ja, vielleicht findet ihr es, genau. wir kennen uns schon lange, total eingespielt, wir trinken aus dem gleichen Glas, aber mit dem Reden, das klappt noch nicht. Verzeihung. Ja, ich würde sagen, naja. Ich würde auch sagen, ja. Wenn ihr Glenallachie die Core Range mochtet, dann geht er in eine sehr ähnliche Richtung und passt da gut mit rein. Ob ihr, sage ich jetzt mal, 80 Euro für einen 11-jährigen Whisky in Fassstärke bezahlen wollt, das ist euch überlassen, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich bin froh, nur das Sample gehabt zu haben. Liebe Grüße an Tobi von Barlemania, von dem ich das bekommen habe, hier mit Flasche schönerweise. Also ich muss ihn nicht kaufen. Mhm. Das ist, was ich sage. Ich muss jetzt gleich zum Händler fahren. Gucken, ob er ihn da hat. Und das Internet durchwühlen. Ja. Nö. Ihn probieren, ja, auf jeden Fall. War schon kurz lecker. Mhm. Aber. Ja. Okay. Mit diesen ermunterten Worten verabschieden wir uns. Und ihr trinkt guten Whisky. Und guckt das nächste Video. Ist auch klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Der neue heiße Scheiß aus der Whisky-Szene, Glenallachie, Fassabfüllung. Es ist immer eine Fassabfüllung. Es ist Einzelfassabfüllung. Sehr gut, das nehmen wir.